Hallo und herzlich willkommen zu Kabelsalat Special. Heute war was ganz Besonderes. Martin hat irgendwas ausgegraben, wovon ich noch keine Ahnung habe. Und es ist Halloween. Ja, wir verkleiden uns nicht. Wir zocken lieber komische, gruselige Spiele, wo ich mir definitiv in die Hosen scheiße. Ein Spiel für die PS3, Vita, PC und in Super Nintendo Grafik. So viel bin ich noch verwirrt. Ich habe das Spiel selbst auch noch nicht gespielt, weil ich habe es erst vor 20 Minuten runtergeladen. Ich habe es erst vor einer halben Stunde entdeckt. Nachgeschlagen, Horrorspiel. Vor einer halben Stunde entdeckt und vor 20 Minuten runtergeladen. So. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist es! Darksiders immer noch nicht. Lone Survivor! Sagt mir immer noch nichts. Director's Cut. Ja, ich habe eigentlich gedacht, das hat sich richtig cool angehört, auch so vom Sound und alles her. Und okay. Spielen wir Retro-Horror. Gucken, ob das besser ist als Resident Evil 4. Oder als Alan Wake. Ein Jesper Brain-Spiel, Lone Survivor. Das Spiel hat wohl auch mehrere Enden. Das heißt, du hast wohl Entscheidungen im Spiel und dann musst du dich entscheiden. Dann gibt's irgendwas und dann kriegst du noch mehr und dann kriegst du BAM! Weißt du? Bin ja froh, dass wir kein Outlast spielen. Mit 2D-Grafik komme ich ja noch klar. Super flat presented. Jetzt kommt's. Worauf habt ihr immer gewartet? Oh mein Gott! Sieht ganz schön verwaschen aus, ob da ein Plus mal. Aus der Cloud laden? Neues Spiel. Geisterspielstände. Lad es aus den Wolken runter. Ja, was willst du haben? Blitz oder Wasser? Bevor du beginnst, das Ritual. Es wird sehr empfohlen. Achso, wahrscheinlich das Training. Das Tutorial. Erstens. Für das beste Spiel bestell dann sicher, dass du im Dunkeln sitzt und ungestört bist. Ja, ich hab ihn. Oh, dunkel. Naja, wir sitzen nicht mehr, weil. Vielleicht können wir noch ein bisschen das Licht noch ein bisschen zu weit drücken. Vielleicht kriegen wir dann ein bisschen. Ja, also du sitzt jetzt im Dunkeln, ich sitze immer noch im Hellen. Bin immer noch verstrahlt auf der einen Seite. Warte, vielleicht können wir es doch ein bisschen mehr drehen. Vielleicht kann ich das Ding einfach ausmachen. Bringt nicht so wirklich viel mehr. Nee. Aber es ist auf jeden Fall doch ein bisschen dunkler. So, ja, wir sind dunkel und alleine. Zweitens, Ton ist ein wichtiger Teil dieses Erlebnisses. Stell also sicher, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen sind. Aber ja, können wir nicht wegen Aufnahme, weil sonst. Empfehle ich dir, die Trophäenbenachrichtigung in der Systemeinstellung zu deaktivieren, bevor du zum ersten Mal spielst. Machen wir nicht. Nein. Oh, wie das, was du siehst. Mit Select kannst du die Farbeinstellung anpassen. Sei du selbst und genieß das Abenteuer. Okay. Jetzt geht's los. Guck mal, im Hintergrund ist sogar eine Frau, glaube ich. Dein Ninja, bitte wähle den Modus, spielst, die am besten spricht. Dass der Modus später nicht mehr geändert werden könnte. War nicht so schwer. Ich bin neu hier, ich habe Angst. Ich kenne mich auch. Nimm das obere. Okay. Gut. Standardmodus. Was ein Kerl. Oh Gott, den geht's aber dreckig. Ich heiße. Du bist jetzt immer du und ich bin immer der andere. Achso, ich bin immer du. Ich bin immer per du. Das ist nicht mehr wichtig, schätze ich. Ich wusste, wie lange ich dort war. Jetzt habe ich keine Ahnung. Das ist gut. Eine Weile her, als die Seuche ausbrach, soweit ich weiß. Verkrochen mit den Geräuschen der Wesen da draußen. Monster nennt man die wohl. Ey, das ist so schwer zu lesen, dieser scheiß Pixelschrift, ne? Soweit ich weiß, bin ich der einzige Überlebende. Der einzige Überlebende, The Lone Survivor. Ja. Hammer, und ich habe gedacht, das Spiel wäre auf Englisch. Bin fast am Ende. Fast keine Vorräte mehr. Und falls es da draußen noch Überlebende gibt, muss ich sie finden. Nicht zuletzt will ich nicht alleine sterben. Wirst du aber. Und das Beste ist, es gibt gar keine anderen Figuren in dem Spiel. Das heißt, er wird die ganze Zeit nur sprechen und ich werde ihn so spielen. Wow, jetzt geht's ab. Kann ich was machen? Achso, Wege. Mein Gott. Der Vorhang, ich will nicht der Vorhang. Okay, ja, irgendwie leuchtet. Oh, da geht's weiter.
Oh, oh, Bubblehead, Hilfe, ein Creeper. Achso. Interagieren. Es ist mein Sessel. Hier ist mein Sessel. Ist das? Oh! Sieht aus wie ein doppelter. Ja, das passt ja zu dir, ne? Und, oh, natürlich trinken. Trinken. Ich trinke den Kaffee. Wundervoll. Oh! Du bist gestorben. Ich glaube, ich kann da unten etwas hören. Wo denn? Was bin ich? Wie schritt das bin ich? Gott sei Dank. Wie das Licht aus? Was geht dir vor? Was ist das denn bitte? Die Krankenschwester Basalte. Ja, das Problem ist nur, was soll ich jetzt machen? Verdammt! Es ist eines dieser Wesen. Ich glaube nicht, dass ich mich... Was? Ich glaube nicht, dass es mich sehen kann. Halt! Ich glaube, da ist ein Versteck hinter ihm. Wow! Ich sehe, ob ich mich vorbeischleichen kann. Ja, der ist nervös. Der ist voll am Stottern. Ist natürlich jetzt scheiße. Kommt er zurück? Hallo, geh weg da! Geh weg! Geh weg! Falsch. Ich geh mal zur anderen Seite. Vielleicht ist da mehr. Da dreht er sich um. Das ganze Spiel war kaputt. Auch nicht schlecht. Der ist blind. Herzschlag. Warum eigentlich nicht durchgehen? Das alles nur mal als Presse um. Ja, hallo? Ach nee, hallo. 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 Geht es dir gut? Ich hab eine Raucherstimme. Moment. Was hältst du da? Eine Axt. Eine Axt. Gut. Knochen. Toll, du hast umgebracht. Ja, aber du sammelst das ein, was immer das auch war. Ich habe eine Art Mini-Taschenlampe. Mal sehen, ob sie angeht. Bing. Oh, verdammt, mein Kopf. Zu viel Espresso. Auf schlechten Kopf. Ja, das ist Espresso. Verdammter Nachtterror. Nicht besser als die Tage. Guten Morgen, Taschenlampe, alter Freund. Es wird Zeit, mir die Außenwelt anzusehen. Ja, dann gehen wir doch mal jetzt. Da, aufheben. Grüne Pille, die heben wir erstmal auf. Ich habe eine Art grüne Pille gefunden. Achso, im Inventar. Okay. Grüne Pille. Taschenlampe 100%, okay. Ah, da kann ich sie, guck mal, aus- und anschalten. Okay. Das ist schon mal gut. Pille. So. Auf der Tür steht was? Nee, du bist. Okay, mal sehen. Achso. Ah! Sehr schön. Ja. Fleisch? Fleisch. Wahrscheinlich das. Achso, schnelle Anwendung. Waffenmodus. Okay, zum nächsten Schießen. Oh, das wäre bestimmt erklären, wenn ich nochmal die Waffe kriege. Ist das hier? Lesetagebuch. Kann man das speichern? Nee, ist das Tag. Das muss ich eigentlich sagen. Dann wollen wir mal sehen. Ich will ja speichern. So. Heute ist nichts Besonderes passiert. Hallo. Versucht, ein gefangenes Insekt zu essen. Bringt nichts. Ich bin das Tagebuch. Achso, du bist das Tagebuch. Ja, dann musst du weiterleben. Da nur noch ich da bin, muss ich hier herauskommen. Ich muss eine Waffe mit großer Reichweite finden. Diese Mistkerle sind zu gefährlich, wenn sie zu nahe kommen. Und ich will mir nicht ihre ekligen... Dann kann ich mir vielleicht etwas zu essen schnappen. Ich weiß wieder, wo ich ihren Schlüssel hingelegt habe. Er liegt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel für ihr Schlafzimmer ist. Das ist der letzte Eintrag. Achso, das ist der letzte Eintrag. Ah. Ich brauche einen Schlüssel, um ein Fenster zu öffnen. Das ist ein Notausgang. Okay. So. Aufheben, Batterien nehmen wir mit. Direkt. Ich habe eine Batterie gefunden.
Es ist verblasst. Ich denke, es ist hier schon lange. Ja, dann. Schaumantel. Ich weiß nicht, wen er gehört. Och, einfach mal das Staub überspiegeln, ne? Was haben wir hier? Was ist das denn hier? Ein Aufzug oder was? Sie ist erschossen. Ich brauche einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Also bestimmt ein Schlafzimmer. Eingangstür, Schlüssel habe ich noch. Ich habe den Schlüssel für das, für 206. Also da habe ich ihn also gelassen. Kühlschrank, schon wieder gestern. Moment, was ist das für ein Geruch? Selbst mit meiner Maske wird es mir schwindelig. Ihn halt rausnehmen. Mal sehen, was es ist. Ich kann mich kaum überwinden, dies anzufassen. Das sind Berge vom vergammelten Fleisch. Ich nehme erstmal 6 Fleischstücke. Mehr schaffe ich nicht. Direkt vergiftet, ey. Ja, genau. Nom, nom, nom. Herd, direkt mal grillen. Mein Herd. Ich habe es nicht mehr, aber das Gas ist alle. Ich muss neues finden. Cool. Anschauen, Waschmaschine brauche ich nicht. Auf jeden Papierfetzen hier nochmal auf. Ich habe eine Art Tagebuchseite. Ja. Eigentlich müsste doch dann noch so ein Verb finden, fehlen, ne? Gefunden. Eigentlich. Ich werde es jetzt los. Was wird denn jetzt los? Ich wollte vorher schlafen, bevor ich rausgehe. Will nicht vergessen, was ich tue. Achso, ja, dann gehen wir nochmal eine Runde pennen. Kein Problem, Lone Survivor. Ich fühle mich hier. Ah! Und falls ich schlafe, werde ich das vergessen. Danke. Was denn überhaupt? Was hat er davor gesagt gehabt? Ja, weiß ich nicht, du warst so schnell. Ich mache eine Kirche. Ich brauche dich nicht. Licht. Verbrauch nicht deine ganzen Batterien im Schlaf, mein Freund. Wachst auf, alles dunkel. Scheiße. Tag 2. Ich hatte nicht viel gebracht. Hat nicht viel gebracht. Hat nicht viel gebracht. Ich hatte. Boah, hat. Hat. Gut. Warte, erstmal die Taschenlampe wieder an. Vielleicht Tagebuch? Ja, gleich, Moment. Wo sind die vergammelte grüne Pille? Das ist ein Mund halt, das ist die Taschenlampe. Anscheinend. Ja, das ist nicht eingeschaltet, das ist nur betrachtet. Mal sehen. Heute ist nichts Besonderes. Das ist gut, dann können wir jetzt endlich rausgehen. Was immer noch nicht die scheiß Taschenlampe an. Ich hab sie doch gerade angemacht. Nein, hast du nicht. Du hast sie angeschaut. Hast sie schon wieder nur angeschaut. Lass mich in Ruhe. Ich will sie ja nicht anmachen. Aufheben, Karte. Nee. Ich habe die Karte für den Hochflügel 25 gefunden. Ah ja, Kreiseskarte. Okay. Es sieht aus, als wäre... Als wäre da etwas markiert. Wollen wir doch mal sehen. So, ich bin da unten. Sieht aus wie ein Schulgebäude, ne? Ja. Ja, du bist da unten. Du musst da oben hin. Ja, also entweder gehst du jetzt... Oh, ach ja, der Brief, der an die Karte geheftet war. Ich will später aufheben. Das ist aber seit... Sollten wir mal weiterkommen. Ah, hätten sie nur nicht abgesperrt, als die Seuche ausbrachen. Okay, das ist meine. Halt, ich kann da unten etwas hören. Ich schon wieder ein Espresso. Werd mein Glück nicht ohne Pistole versuchen. Schalte mein Licht ab und versuche vorbeizuschleichen. Nass! Aus! Das ist ja mies. Das ist ja scheiße. Das geht immer raus. Natürlich doof. Das ist natürlich noch doofer jetzt. Ach. Ah! Ja! Scheiße. Scheiße, Mann. Ist jetzt weg? Steck dich! Versteck dich! Steck dich da! Ich kann dich nicht verstecken! Was ist das? Ich kann nichts sehen! Scheiße. Komm nicht weiter heute, Berg. Nee. Lass mal den Gegner hängen. Ah.
Das ist doch doof, wie soll ich nachher vorbeikommen, ey? Ja, vielleicht anlocken und dann verstecken. Weil da hinten kannst du dich ja nicht verstecken. Dann kannst du dich nicht mehr verstecken, oder wie? Ach du Scheiße. Oh nein! Ich brauche eine grüne Pille. Also. Ich brauche eine grüne Pille. Schluck es. Schluck es, bäh. Ich muss ausschlafen. Nein, nicht schon wieder pennen gehen. Ja, aber wie? Ich muss jetzt jedes Mal schlafen kommen. Wie etwas um mehr. Muss ich einfach wieder schlafen gehen, damit ich glaube, es wirkt. LOL. Schlaf jetzt. Ist mir scheißegal, wenn du die Pillen nimmst wie Tic Tacs. Vielleicht soll ich das vergammelte Fleisch einfach mal hinschmeißen. Was ist jetzt los? Hallo? Da ist ein Kreuz da drauf. Sprich mit dem Mann mit der Kiste. Wo ist eine Kiste? Wieso? Wieso hast du eine Kiste auf deinem Kopf? Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlasse es dir, das herauszufinden. Toll. Wow. Solche Träume möchte ich niemals haben. Darf ich? Ja. Das hat wirklich geholfen. Ich hatte gerade auch gedacht, ach du Scheiße. Ich kann einfach. Klick. Einfach wieder raus. Enterprise. Beamen Sie mich hoch. Jetzt kannst du besser sehen, ne? Ja, komischerweise. Liegt doch daran. Er sollte es nur nicht in den Lichtkegel gehen, dann ist vorbei. Ja. Aber wie kommst du an das Vieh vorbei? Ich könnte natürlich einfach mal. Warte. Ah, jetzt versteckst du dich. Ah! Versteck dich. Ich glaube, das reicht am Bocken. Ich weiß nicht, wie viel. Hallo, hier ist Fleisch! Fleisch! Komm, happy, happy! So, dann muss ich nur noch warten, dass das Monster da. Scheiße, verschwindet das Fleisch? Ist vergammelt! Nee, das ist. Ja, es ist weg! Sag mal. Ja, leg neues hin. Ja! Du hast noch zwei Stücke. Und gleich, wenn der weg ist, direkt vorbei. Mach ich auch. Los, go! Go! Oh nein, wo bist du denn jetzt? Ich glaube, du bist da. Kann ich da durchgehen? Ich geh direkt mal da durch. So. Anschauen, Regal. Bestimmt was Tolles drin. Einige gute Bücher in ihrer Sammlung. Früher einige ausgeliehen. Okay. Was ist das? Was ist das denn für ein Deutsch? Das sind Monster. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Das sind Monster. Das Monster unter meinem Bett. Auf jeden Fall eine Notiz. Ich habe eine zerknitterte alte Notiz. Gut. Gefunden. Die Wesen werden dich kommen hören. Geh einfach mal dadurch. What the fuck? Wer hatte denn da und Schiss? Ich mag mir nicht vorstellen, wie das geschehen ist. Ich auch nicht. Geh das mal durch das Loch da. Nein, ich bilde mir das nur ein. Genau, geh mal vor. Was zur Hölle ist das? Ins Loch gehen. Na klar! Okay, hier tut sich nichts. Dunkel. Wow, was war das denn? Alter. Wo bin ich? Was war das denn? Ein Clipping-Fehler oder wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du gehst die ganze Zeit im Kreis. Glaube ich nicht. Also ich muss die andere Seite nehmen, damit ich auch der Seite des Bildes ist. Ja komm, wo ist denn jetzt hier Ausgang? Es gibt keinen Ausgang. Doch da. Keine Chance, dass dies noch in meinem Wohnblock ist. Eben raus da. Anschauen, Herz! Ah! Da ist so ein Scheißviech! Ja klar, macht das Licht aus.
Holy shit, bist du mal langsamer? Kann das sein? Ja, ich versuche. Oh. Der Pille hält aber nicht mehr. Schaffe ich es noch bis zum Ausgang? Ja, ich schaffe es! Ich hab's geschafft, ich dachte, es würde nie enden. Hey, da ist noch ein Spiegel. Er ist derselbe wie in meinem Zimmer. Wahrscheinlich ein Portal. Erstmal hebe ich die Krabbenbeute auf. Ich habe eine Tüte Krabbenchips. Das kann wohl entschieden sein. Ich habe nichts Besonderes gesehen. Halt! Jetzt hast du Portale. Wahrscheinlich. Wie geil ist das denn? Ja, das ist cool. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal da durch. Das erinnert dann ein bisschen hier an... Ach verdammt, in welchem Spiel war das denn? Hier Stargate. Stargate, genau. Nee, Luigi's Mansion konntest du, glaube ich, auch den Spiegel benutzen. Da lag, glaube ich, noch was unter dem Tisch. Was da? Ja, ist egal, geh weiter. Hast du noch verfaultes Fleisch? Ja, ich kann einfach mal... Ja, einfach durch die nächste Tür. Verdammt. Ich muss daran vorbeischleichen. Wenn ich nur dahinter kommen könnte. Das ist Zimmer 204, wir sind gleich da. Wenn man schon hin will. Musstest du ihn. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Eingang zu 204, aber die Nummer wurde entfernt. Sie ist verschlossen. Soll ich vielleicht später erneut versuchen? Ja, wie gehst du da durch? Geschafft. Notausgang. So. Schautreppe. Muss schlafen. Nix schlafen, du weiter. Aufheben, Papierfetzen. Ich habe eine Art Tagebuchstück gefunden. Beim nächsten Spiegel. Flup. Ja, man merkt auch, wenn er müde wird, ne, dann ist es irgendwie alles noch dunkler. Anschauen, Gemälde, Tür rein. Was ist denn hier los? Die Fett Party. Voll die Party? Ah, hi. Hast du ihre Puppe mitgebracht? Ich will nicht darüber sprechen. Über was sprechen? Bis du mir zeigst, dass du damit klarkommst, geschweige denn darüber sprechen kannst, habe ich dir nichts mehr zu sagen. Was zum Teufel? Da draußen voll die Zombie-Apokalypse und hier voll die Party, ey. Was ist denn hier los? Ich muss irgendwas essen. Ich habe faules Fleisch, hätte ich. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, faules Fleisch. Wieso nicht? Du weißt, wieso nicht. Ja, dann. Ja, dann. Nächste Tür. Sieht feminin aus. Ja, du kannst da pennen. Was ist das? Ich brauche etwas zu essen. Puppe, da haben wir doch eine Puppe. Ich habe eine seltsame alte Puppe gefunden. Können wir bestimmt da zurückbringen, die wollte eine Puppe haben, ne? Ja, irgendwie sowas war da. Bring mir da doch mal die Puppe. Hier, Puppe. Nein. Ich will nicht aus dem Fenster springen. Hi. Ich kann sehen, dass du sie hast. Gib sie mir jetzt. Ach so, ich kann das essen. Guck mal, ich habe Krabbenchips gefunden. Knusprig. Puppe, gib. Bitte sehr. Vielen Dank dafür. Ich weiß, es muss hart für dich gewesen sein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Weißt du nicht? Nun, ich habe das, was du wolltest. Lass uns draußen treffen, wenn du bereit bist. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber hey, wieso auch nicht? Ja, jetzt gehen wir alle raus hier. Party verlassen, dickfett. Oh. Yeezy? She? She? Ich weiß nicht, ob es ein Kerl oder Frau sein. Er hat nämlich so ein Hitler-Bärtchen, aber. Oder es könnte auch der Mund sein. Das könnte auch der Mund sein. Ab sofort ist das Video USK 18. Ist in Ordnung, nehmen Sie nur. Nehmen Sie in die Hand. Was zur Hölle meinst du? Die Pistole da drüben. Achso. Wenigstens hast du bemerkt, dass ich Schutz brauche. Braucht. Alter. Das kann ich nicht beurteilen. Denn so wie du liest, ist es kein Wunder, ey. Ich hab die Pistole. Jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Ich schätze. Moment. Wo ist sie hin? Naja, er schießt jetzt nicht ins Wert von der Munition. So. Kopf, Beine, Po. Kopf. Beide. Oh. Ich kann hier überall die Verwüstung sehen. Was ist hier passiert? Mein Gott, das Spiel ist irgendwie cool.
Wie ist diese Seuche ausgebrochen? Das macht mich krank. Zack, Kopfschuss. Hatschi! So. Oh. Ja, von wegen. Verdammt! Mir bleibt nichts anderes übrig, als sie zu zerschießen. Oh. Shoot him! Ich mach's doch! Verdammt, was ist hier passiert? Vor 5 Minuten gab es hier eine Party. Ich befürchte nicht, in Form zu sein. Was zum Teufel ist gerade mit ihr geschehen? Ja, ich glaube, sie wird gefressen. Aber, gehen wir weiter. Oh, was ist denn da? Ich weiß nicht, was da drinnen gerade passiert ist. Will nicht zu viel darüber nachdenken. Muss einen Weg aus dieser Wohnung finden. Merkst du, die Wohnung ist total kaputt? Falls es zum anderen Notausgang schafft. Falls ich es mal noch will. So, ich bin da oben und ich muss... Ja. Einfach die Türen raus. Ach so, da oben spricht er noch, Mann. Ich könnte aber vorher etwas Schlaf gemacht. Das hast du schon die ganze Zeit. Alter. Trockenfleisch. Lecker. Was ist das denn? Ein Bild. Was ist hier passiert? Ich dadurch? Oh, ein Schlüssel. Geil. Ich habe den 206 Schlafzimmerschlüssel. Lass uns auf die Karte schauen. Genau. Ach. War ich doch gerade nicht. Ne, 206 ist da unten. Ja, aber ich. Achso, ja, stimmt. Egal, ich komme mit Hilfe des Spiegels wohl zurück. Genau. Spieglein, Spieglein an der Wand. Staubiger Spiegel. Wer braucht unbedingt einen Kaffee? Jetzt geh mal eine Runde schlafen, glaube ich. Ey. Der Junge, der ist so kaputt. Gerade, was ist gerade mit mir geschehen? Bin ich ohnmächtig oder so geworden? Ich weiß nicht, wie ich hierher gelangt bin. Aber ich schätze, es ist gut, zu Hause zu sein. Ja, also ich hätte schon Angst, wenn da so ein Spiegel ist, wo jeder durch könnte. Bei Luigis Mensch kann sich auch zurück transportieren. Ja, wollen wir mal sehen. Ich habe heute dieses Mädchen getroffen. Sie will dauernd, dass ich seltsame Dinge tue und über Sachen rede, über die ich nicht reden will. Aber dann ist sie verschwunden. Ich wollte vielleicht versuchen, nach unten zu gelangen. Ich denke, ich muss aus der Wohnung raus. Das ist der letzte Eintrag. Gut, leg dich schlafen, mein Freund. Verdammt, ich könnte etwas schlafen. Ich mache ein Nickerchen. Jetzt kommt das Video, jetzt hast du wieder diese komische Traumkacke. Ich hab eine Pistole, ist kein Problem. Ja, genau. Ich schieße jetzt dem Typen mit dem komischen Kopf alles ab. Ja, so. Tag 4. Hat nicht viel gebracht. Gott, Frechheit. Hauptsache, wir haben Schlüssel. So, Schlüssel. Warte mal, Karte war. Nee, da haben wir nicht. Nein! Ich lege neue Batterien. So, die waren leer. Fuck. Scheiße. Ich muss was essen. Ah, da war noch nicht drin. Geh da durch. Oh Gott, das Stücher, überall das Stücher. Ah, Pistole jetzt. Die nehme ich. Da braucht man doch Munition. Klar. Ah, Gürkchen nehme ich auch mit. Gürkchen! Eine Dose Gürkchen! Was haben wir hier? Schachtelpillen nehme ich auch mit. Es gibt zumindest Anweisungen lesen. Warum eigentlich nicht die Anweisungen lesen? Gute Frage. Aha. Die Roten machen die scharfsinniger. Die anderen machen dich träger. Wenn man träge ist, schläft man besser. Besonders wenn du nicht mehr hast, was du benötigst. Vergiss nicht dir die Kosten. Und wenn du mehr brauchst, leg ich dir einige ins Bad. Übrigens, du findest, was du suchst, vielleicht in 205. Ich war gerade da und es hat sich wieder verändert. Was? Es ist unten nicht unterschrieben. Was ist das denn für eine Anweisung, ey? Lol. Lol. Ihr müsst wahrscheinlich zu 206, damit wir dann 202 oder 201, damit wir dann zu 205. Das ist immer so. Immer mit mir die Pillen hier. Papierfetzen. Papierfetzen. Eine Tagebuchseite. Ein Schaumbad. Kann das sein, dass das nicht unser Tagebuch ist? Nee, könnte sein. Das sind einige Pillen. Erstmal alle Pillen mitnehmen. So, dann kann ich wieder raus. Ja, Gott sei Dank waren die nicht im Klo. Gott sei Dank habe ich eine Pistole. So, hast du noch eine Tür? Hast du einen Schrank? Ich habe Hunger. Oh. Den mache ich auf keinen Fall auf. Das Zeug darin gehört mir nicht. Frechheit. So, dann mal was zu futtern. Was haben wir denn leckeres? Papier. Papier. Mhm.
Rotpille, grüne Pille, vergammeltes Fleisch mit drin. Ah, ist nicht so lecker unbedingt. Ja, ich probiere mal vergammeltes Fleisch. Nein! Dann nicht! Dann nicht! 2-0 Vorschlag. Wer nicht will, der hat schon. Eben. So, kann ich jetzt da durchgehen einfach? Ja, kannst du mal reichen. Bock da drauf. Uah, wie schieß ich nochmal? Achso, komm mal her. Ja, genau, geh doch noch näher ran. Geht doch. Hier, yeah, Zombies. Tisch. Ich hoffe, dass ihr könnt. Shooter! Ich kann immer raus! Guck mal auf deine Karte, wo wir sind. Ich muss etwas essen. Ich hab nichts zu essen, du Doofkopf. Tschüss! Tschüss! Ah, es ist tot! Flup! Hier war ich noch nicht. Das ist eine Schere. Lese dir den Schreiben. Dort steht keine andere Lösung. Ich frage mich, wer das geschrieben hat. Vor allem unter die rote Farbe. Und noch wichtiger, wieso? Hier wurde die rote Farbe. Hey, hallo, daneben ist eine Schere. Frage beantwortet. Ich denke, das Gas könnte alles sein. Scheiße. Zack. Ich habe ein fies aussehende Schere. Hat Augen. Die könnte jemand den Kopf abtrennen. Oh. Das ist gut. Kann ich damit auch. Alter. Kann ich die auch ausrüsten? Ja. Geil, kann ich. Nee, noch nicht. Schneiden! Ich muss etwas zum Schneiden. Okay, Gasflasche. Game over. So, was ist das? Anschauen gemeldet? Wollte ich nicht. Was ist das? Das kann ich da durch? Noch. Ja, das ist dieses Loch. Achso, da waren wir ja schon mal, ne? Das Loch von vorhin. Ab warum an? Ich hab nichts. Du willst ja kein. Du hast noch dieses Trockenfleisch. Den Fisch. Den esse ich. Das. Was, nee, der ist der, die, genau. Was geht noch weiter? Ach, ja, ich habe noch ein Pöckchen. Genau, du hast noch Dö. Du brauchst einen Dosenöffner. Lol. Warte mal, kann ich die vielleicht mit der Schere mischen? Ich kombiniere. Nee, kann ich irgendwie nicht. Gut, dann nehme ich, was ist los? Verdammt, stopp, den Fisch, Trockenfleisch. Essen. Nicht mein Lieblings, aber es funktioniert. Nun ist das ist Trockenfleisch. Salzig, aber solide. Gut, jetzt ist er schon mal nicht mehr am Verhungern. Jetzt können wir. Sie ist verklemmt. Da waren wir auch schon. Das ist 205. Ja, genau. Bam! Bam! Shoot in the bam! Face! Bam! Asshole. Hätten wir auch verstecken können. Hätten wir auch verstecken können. Wahrscheinlich. Ja, kannst du noch nicht durch. Da war ich schon mal. So, die Treppe war ich noch nicht. Sie ist zerstört. Auf keinen Fall gehe ich da. Ich muss auf eine andere Seite des Gebäudes versuchen. Ja, springen! Ja, springen! Hallo, ist das hier der Master Chief oder was? Klar. So, das ist wir gerade durch. 203. Also 202. Du musst auf deine Karte gucken, echt. Das ist 202. Da kommen wir noch nicht rein. Da. Jetzt nehme ich das auf hier. Grüne Pille. Ja, was ist das da? Keine Ahnung! Einen, wahrscheinlich durch das Gebäude hier durch und dann. Oh, was ist das denn? Blaue Pillen. Ich finde nur Pillen. Pillenjunkie. Was ist das hier? Was? Und irgendetwas aus irgendeinem Grund hängt ein Fleischerhaken vor der Tür. Gut, dann lasse ich diese Tür doch mal. Das Schloss ist kaputt. Kann ich das vielleicht irgendwie mit der. Nee, kann ich nicht. Gott sei Dank, ey. Schneiden finden. Ganz ja. Ehrlich. Oh, Chaos. Als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Kann ich auch nicht durch. Okay. Vielleicht kann ich die Sperre zerschneiden. Nee, aber vielleicht kann ich sie erschießen. Nee. Ich würde schon sagen, dass der Typ da fast durchgekommen wäre. Deine Batterie ist ein bisschen schwach, kann er sein. Ja. War ich auch. War ich hier schon? Aber vielleicht kommen wir da über die Tür rein. Weiter. Waren wir schon mal? Oh Gott, ist das verwirrend. Chaos? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ich kipp gleich um. Was ist jetzt schon wieder, Jungs, Junge? Ja, weil er müde ist wahrscheinlich. Ja. Ha. Ich kann nicht mehr was. Weiter ausgehen, wir brauchen Futter. Was haben wir noch außer Gürkchen? Stopp den Fisch. Essen. Naja, bei diesen hier bin ich mich. Geht ekelhaft. Hab mich satt gemacht. Ja, siehst du, alles gut. Alles gut, Johnny Roger.
Ich bin auch noch müde, ey. Toll. Ja, ich gehe ja schlafen. Schau tief hinein. Den Umständen entsprechend. Vielleicht soll ich noch vorne Pille nehmen. Ja, die rote war, glaube ich, und die grüne macht war die scharfsinnig, die andere machen die schläfrig. So, jetzt ist er schläfrig, jetzt kann ich pennen gehen. Lalala. Schlafen, ich mache die Köchchen. Nachtlicht. Ja gut, ich habe kaum noch Batterien, ich habe, weiß gar nicht wie viel Pistolenmunition und ich habe kein Gas, um was aufzunehmen. Was zu kochen. Nee. Oh, schon wieder dieser Typ mit der Komm her. Komm her, die überschieße ich dich, du Nase. Kann ich einfach weitergehen? Okay. Ganz schön. Hallo nochmal. Hast du es schon herausgefunden? Wieso ich eine Kiste trage? Du bist hässlich. Um mich zu verstecken? Du trägst sie, um dich zu verstecken? Die Antwort ist nicht so schlecht, wie sie klingt. Aber falsch. Er ist doch hässlich. Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe. Ich kann auf meine Art nützlich sein. Es ist unheimlich, wenn die Lichter ausgehen. Krieg ich jetzt eine Kiste oder was? Soll Snake-Style. Das hab ich gebraucht. Das ist die Pille, dann immer doch gut. Ja. So. Beruhigungspillen von der Pillenjunkie. Ja, kann ich jetzt eigentlich direkt da durchgehen? Schau tief hinein. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Oh oh. Ach Gott sei Dank. So. Gut, Da warst du schon. Ja, aber ich weiß nicht weiter. Warte, wo ist die Karte nochmal? So, ich bin jetzt da oben. Ja, also du müsstest den kompletten Weg zurückgehen. Da gehe ich nochmal zurück. Wie sind Zombies nicht da, ey? No. Musst du da durch die Außentür anhauen. Licht an, jetzt mal zu gucken, ob der Zombie noch da ist. Da gehe ich jetzt raus. Jetzt bin ich ja in dem Flur. Warte mal, die Karte. Jetzt bist du im Flur. Ich mach die Karte nochmal an. So. Jetzt bin ich da. Jetzt muss ich da runter. Also muss ich durch diese Tür nochmal durch. Zack. Nochmal da durch. So, nochmal die Karte. Ja. So, 204 war verschlossen. Das heißt, ich muss durch die nächste gelbe durch. Ja, durch die nächste Tür muss ich nochmal durch. Oh Gott sei Dank, ich bleib tot, ey. Gott sei Dank. So. So, wo bin ich jetzt? Ah ja, jetzt. Ja, du bist auch. Das ist cool. Du bist in der Dunkelheit und dann. Ja, dann musst du durch die mittlere Tür durch gehen. Durch diese, ne, eigentlich. So. Da warst du ja schon. Da war ich schon. Da hast du ja die Schere, ja. Ja, aber das jetzt also scheint noch nicht hier alles gewesen zu sein, wa? Und dafür muss ich hier das Ding kaputt machen. Nur eine alte, ramponierte Couch. Ah. Das Gas konntest du nicht mitnehmen, ne? Nee. Anschauen, Herd. Ich denke, das Gas könnte alles sein. Ja, gut, ich könnte mal versuchen hier. Nicht wie die Gürkchen. Vielleicht kann das Sofa zerschreiben. Auch nicht. Kommst du denn in das andere Gebäude, wo wir den Schlüssel haben? Hier in 206? 206. Das ist doch das, wo ich immer drin schlafe, nicht? Ist das da, wo du immer. Ich habe keine Legende dafür. Ich verliere irgendwie gerade den Fall. So, wir gehen jetzt mal da raus. Ja, sind okay. Wir da? Doch, das ist da, wo ich immer penne. 206 ist da, wo ich schlafe, ja. Na gut. Ja, nochmal zurück. Was ist das ja eigentlich? Wie geht es dir, Chuck? Die Top-Pflanze. Hallo, Chuck. Chuck. Chucky. Hilf Chucky mir. Die Todespflanze. Hilf mir. Aus! Geh mit Pistole rein, Mann. Schieß! Keine Munition mehr. Ich werde das nie schaffen. Was mache ich jetzt? Ich brauche Schutz. Was sind das nun für Schmerzen? Ich habe nichts gemacht. Als ob gleich mein Kopf explodieren würde. Oh, wir wollen meine oh Gott, bitte hilf mir! Hilfe! Ich kann nicht gehen! Kannst du dich nicht fortbewegen? Ich kann nichts machen. Scheiße. Pff, tot.
Nun, ich nehme an, ich soll mit dir sprechen. Wir sitzen nebeneinander, aber du willst jetzt nicht reden. Das ist wahr. Was ist das? Hör zu, du musst da raus und ein Mann werden. Okay. Wenn du mich wieder treffen musst, schlucke die blaue Pille. Das ist sehr schön. Was zum Teufel? Irgendetwas Zusätzliches ist in meinem... Was? Die oh, Munition. Cool. Wahrscheinlich war die ganze Munition verballert. Was? Unschuldig. Ich brauche Schutz. Paniker. So, jetzt gehe ich da aber gleich nochmal hin. Gott sei Dank, immer noch tot, ey. Nein. So, jetzt gehe ich direkt nicht aus. Bam! Ups. Bam! 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 Ha! Das ist... Da ist etwas drauf. Ein Dosenöffner. Ja, cool, jetzt können wir Gürkchen essen. Ja. Supi. Oh Gott. Was? Was ist das? Reispudding. Ich habe eine Dose Reispudding. Ja, Dose von der Kühlschrank. Ich will wieder noch verfolgtes Fleisch oder köstlicher Schinken. Oh! Ich könnte fast heulen. Ich träume schon seit Monaten davon. Hätte man einfach zur Tür rausgehen müssen. Gut. Das hat uns jetzt allerdings alles noch keinen Schritt weitergebracht, um da rauszukommen. Warte mal, ich gucke nochmal auf die Karte. So. Da kommen wir gerade her. Da müssen wir hin. Da ist alles zu. Ja, irgendwas ist in diesem blöden Raum noch. Warte mal. Ja, irgendwas ist da noch drin. Ich weiß noch nicht was. Hallo. Vielleicht muss ich auch nochmal, da oben war auch noch ein Fragezeichen. Vielleicht muss ich da zuerst hin. Vielleicht war das... Ja, vielleicht ist oben... kann man die Zombies vielleicht ausweiden? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe eine Schere, ne? Ja. Das ist eine blöde Idee, aber... Kannst du mal ausprobieren. Ich meine, das ist ein Zombie-Spiel und ich habe eine Schere und... Welcher Raum war das? Ein 200? Der müsste das jetzt gewesen sein. Ja, sieht schon ziemlich aus. Ja. So. Wie viele Batterien wir noch haben? Was zum Teufel geht gerade mit mir vor? So. Schneiden. Nee, das geht nicht. Vielleicht kann ich sie benutzen. So ist das eigentlich. Ach. Kann ich nicht alleine benutzen. Okay, vielleicht mal rausgehen nochmal. Ich müsste da runter. Bitte da raus. Oder ich. Okay. Weiß doch, ey. Gut, hat sich erledigt. Anschauen, Leichen bringt mir nichts. Gut. Flup. Da waren auch noch ganz viele Türen. Von nach. Kein Problem. Benutzen. Achso, ich muss erstmal die Dose auswählen. Wahrscheinlich kombinieren. Ja, Dose Gürkchen mischen mit den Dosenöffner, der ich nicht habe, ey. Vielleicht kann ich es einfach essen. Salzig und sauer. Köstlich. Die Schinken kriegst du noch nicht. Erst wenn du noch herausgefunden hast, wie es weitergeht. Da war ich doch schon mal. Gut, dann waren wir schon mal. Da waren wir auch schon mal. Ja. Ah. Anschauen, Chaos. Dahinter. Okay, versuchen wir. Da kann ich mich vielleicht durchquetschen. Oh, Zombie! Waffe! Ja! Waffe, schieß sie kaputt, die Sau! Ich konnte nicht. Nee, keine Chance. Licht und nicht, keine Chance. Licht hatte. Scheiße! Scheiße! Was kommt jetzt? Party Termini. Ja, tu alles auf Englisch, nur da. Party Termini! Party Termini! Loads. Aus der Cloud laden. Starten wir jetzt eigentlich? Ja, ihr seht, was passiert, wenn man spielt. Keine Ahnung, was wir jetzt wieder starten. Irgendwas. Nein! Ach, jetzt musst du. Jetzt müssen wir nur in den. Was haben wir denn gefunden? Den Schinken hatte ich gefunden. Ja, den Schinken hast du gefunden. Den hol ich mir auch wieder. Den köstlichen Schinken. Mein Gott, ich könnte heulen. Scheiße, wie sind wir zum köstlichen Schinken gekommen? Ich glaube in die andere Richtung. Ja, dann. Und dann in den Raum rein. Gott sei Dank bleiben die tot. Jo, ist recht. Irgendwas ist mein Licht aus. Gott sei Dank. Bam! Schule! Bam! 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 Also, die Spiele normalerweise sagen ja immer Licht an. Aber bei dem Spiel ist das immer Licht an eigentlich total scheiße, wenn du versuchst, das irgendwie durchzugehen. So, jetzt kommt noch Schinken daraus.
Lecker Schinken, frisch und lecker von der... Ich könnte fast heulen, davon träume ich schon seit Monaten. So, so jetzt will ich nochmal... Wann hat er sich denn die Monate ernährt dann? Siehst du, glaube ich, wahrscheinlich schön französisch mit Kellerasseln und so ein Scheiß. Kellerasseln. Lecker. Ja, wie heißt das Survivor immer hier? Bear Grylls? Bear Grylls, ist das denn? Bear Grylls. Der sein eigenes Urin trinkt. Ja, ich guck solche Sachen nicht. Ich guck solche. Ja, in der Wüste, scheiße, ich will nicht dehydrieren. Ja, scheiße. Ich glaube, ich muss mein eigenes Urin trinken, um zu überleben. Mach das Licht vorher aus, genau. Tschüss. Och. Glück gehabt, ey. So, Kleiderschrank. Noch so ein verdammtes Loch. Ich will verdammt sein. Ich lege neue Batterien ein. Bing. Immer Batterien aus. Was ist das denn bitte? Die Essenszeit. Es ist Essenszeit. So, halt Hunger. Okay. Im Dunkeln ist die schlechte Hallo, Dunkeln. Was ist das denn für ein komischer Klecks weißt da? Weißt du, erstmal esse ich jetzt meine Kürkchen nochmal. Nom 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 nom. Wahnsinnig. Köstlich. Aber köstlich. Anschauen, Kommode. Porzellan. Ey, so ohne Scheiß, was ist das für ein Glibber? Fleischstücke. So. Erstmal hebe ich die Dose Bohnen auf. Eine Dose Bohnen, geil. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, was ist das denn hier für ein komischer... Was zur Hölle ist das? Sieht aus, als würde das Loch bedecken. Sieht aus. Du drückst das immer weg, ja, du kommst gar nicht so zum leise. Lesen. Du bist mir so zu leise. Bin ich zu leise? Natürlich. Bevor ich da durchgehe, guck ich jetzt mal. Achso, ist versperrt. Bevor ich da durchgehe? Oh, jetzt hat es sich wieder aus. Okay. Und das war eine gute ja, Idee. Ja, das war eine gute Idee. Stirb! Du Motherfucker! Motherfucker! Na dann. Boah, ist das dunkel. Was ist das? Bohnen? Limo. Ach, Limo. Limo, geil, Limo. Und? Instant-Kaffeepulver. Besser oh, als nichts. Kaffee. Licht aus und durch die Tür. Und Spiegel wieder. Cool. Was? Lass mich hier raus! Wer hat das gesagt? Eine mächtige Stimme. Klang, als kam es von dieser entfernten Wand. Und dann erstmal das aufheben. Ich hab Pistolenmunition gefunden. Cool. Karte? Ach, da sind wir jetzt. Ah, ich komme jetzt denn? Eine Tür durch hier. Das ist, glaube ich, die falsche Tür. Geh in die andere Tür. Ja, genau, erstmal Licht aus. War eine gute Idee. Ups. Munition? Munition. Perfekt. Munition ist immer gut. Und was ist das hier? Milch! War geil. Hoffe, sie hält lang. Schau, Kreuz. Ah, ich weiß, wofür das Kreuz ist. Jetzt geht auch weiter. So, da geht's auch durch. Ah! Hallo? Ja, kleines, schüchternes Mädchen. Wie bist du da reingekommen? Durch ein Loch. Geht es dir gut? Nein. Nein, hab mich in Ruhe. Wie kann ich dich da rausholen? Wer hat dir das überhaupt angetan? Wieso bist du hierher gekommen? Ich wollte nie, dass du mich findest. Jedenfalls nicht so in Ketten gelegt und mit einem Keuschheitsgürtel versehen. Stand da gar nicht, ne? Was meinst du? Ich war hier noch nie. Wer bist du überhaupt? Ja, das stimmt. Ich bin niemand. Hi, niemand. Also, lass mich allein. Schieß! Nein! Du tötest irgendwie alle Menschen um dich rum. Erst die Partygäste. Was ist nur mit mir los? Irgendwie ist das Spiel krank. Irgendwie. Hey, was ist das? Da liegt eine Businesskarte auf dem Boden. Wieso liegt das wohl hier? Jetzt lesen. Mal sehen. Der Direktor. Er
Errungenschaften etc. Frequenz 102.5,0. Wir schreiben das Jahr 1785. Die Raumcrew der Voyager ist dabei, sich zu töten. Scotty, beamen Sie mich hoch! Das prüfe ich das nächste Mal, wenn ich den Funk abhöre. So, der Typ Batterie wieder leer. Ich lege noch eine Batterie ein. So, da kann ich nicht durch, dann gehe ich da wieder durch. Und da ich alles ja getötet habe. Ja, da hast du alles getötet, aber du bist noch nicht durch die große Tür gegangen, ne? Doch, bin ich. Ach du Scheiße. Manchmal ist es besser, nicht zu schießen. Geh weg, weg. Jetzt. Monsterkill aus der Ecke heraus. Monsterkill. Ultra Combo. Ah, ich glaube, da kannst du runter. Ja, Gott sei Dank. Treppe. Jetzt gehen wir raus. Nun, meine Wohnung ist hinter dieser anderen Tür. Ich sollte mich ausruhen, während ich hier bin. Gut, gehen wir uns doch mal ausruhen. Ich hab's ja oft, jetzt komme ich vielleicht da. Viel leichter nach Hause. Gott sei Dank, ey. Warum nicht natürlich das ganze verfickte Haus da durch? Ich schmeiß dir mal eine grüne Pille ein, damit du schlafen kannst. Ja, Pille. Schlucken. Oh, ich bin müde. Ich muss ausschlafen. Aber es ist eigentlich die blaue noch nehmen jetzt. Einfach mal. Die blaue, das war doch, konntest du mit diesen anderen Typen reden. Ja, ich habe beides genommen. Ja, kann nicht doppelschläft besser. Das will das Spiel bestimmt gar nicht, dass man alle Pillen auf einmal schluckt. Ich sag doch. Gut, dann sag mir doch bitte, was das alles soll. Du hast es sicher schon im Gefühl. Eine Art Bewerbung. Bin ich deswegen hier, um etwas vorzuführen? Das offensichtliche Hervorheben, typisch für dich. Was? Das ist bestimmt ein Psychologe oder so. Der das ist nicht genau der Psychologe. Der denkt wahrscheinlich jetzt, ach, der Typ ist sehr oberflächlich. Das hab ich gebraucht. Dann gehen wir jetzt mal und gucken uns die Weite. Wir haben den überhaupt noch keinen Namen gegeben, den Typen, ne? Johnny. Johnny. Ja, perfekt. Johnny. Johnny macht die Tür auf. Johnny macht die Tür auf. So, jetzt runter die Treppe. Raus aus diesem... Ich hab gesagt, ich wollte raus. Oh, ja, okay. Gut. Oh. Das ist ein... Tüte Kram-Chips. Das würde ich dir jetzt immer das Essen wieder geben, weil du schon lange nichts mehr gefuttert. Essen! Nom, 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 knusprig. Und dadurch. Yay, die Karte. Yay. Oh, seltsam, die Hintergasse ist darauf markiert. Die Eingangstür ist hier um die Ecke. Ja, dann gehen wir doch durch die Eingangstür, würde ich mal sagen. Durch diese Eingangstür. Gott sei Dank. Milch. Gemeines Fressen. Sehr gut. Stabiler Spiegel. Solltest das Licht ausmachen. Ja. Das hast du gerade auch gehört, ne? Gut. Ah. Wie viel Munition hast du eigentlich? Ne? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal nach. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8. Oh Mann, ey. Nein. 10, 11, 12. Keine. 13, 14, 15. 15 hatte ich. Verdammt. Das ist was Großes. Da ist was Großes. Etwas, das ich noch nie vorher gesehen habe. Da komme ich nicht durch. Ja, Gott sei Dank. Bestimmt der Endgegner. Obstsalat. Oh, ganz viele Löcher hier überall. Unglaublich, ey. Noch mehr Türen. Wo soll ich überall durch? Oh Gott sei Dank. Erste Tür war schon. Schloss kaputt. Da kann ich durch. Himmel, was ist denn das? Es kann keine Person wie die anderen gewesen sein. Das war ein Alien, oder? Es ist... Als wären die Monster. Es ist wie. Verdammt! Ich schalte lieber das Licht aus, wenn ich da wieder reingehe. Die funktioniert nicht. Gut markiert und klecks! Der Generator ist im Keller. Ich muss irgendwie die Treppen finden. Ja. Du mich auch. Das
tanzt vor Rock'n'Roll, hast du gesehen? Ich hoffe. Ich scheiß mich in die Hose. So, ich hole nochmal den Keller, kein Problem. Sie ist verschlossen. Lol. Da ist auch verschlossen. Das ist ein Loch, wo ich nicht durch kann. Da kann ich rein. Kommt das Viech durch, da ist irgendwas nicht. Da war es noch nicht drin, glaube ich. War ich noch nicht drin? Gut. Nee, da war es, glaube ich, schon drin. Gut, da war ich doch schon drin. Ja, müssen wir durch die andere Tür, ne? Kein Problem, ich habe noch genug Patronen. Kann ich sagen, wo sehe? 11. 11. Da kann man denn sehen, wie viel 11? Weißt du was? Weißt du was? Schieß drauf! Ich glaube, das wird knapp. Durch! Ha! Was zum Teufel? Oh, ein Eimer. Aufheben, Eimer. Ich habe den Eimer. Scheint zu... Was? Ich schätze, darum jagen. Fleisch ist das. Fleisch! Ich hab da gerade irgendwas mit Steinen gelesen. Stein. Hilfe! Ja. Yeah. Ich hab doch hier so vergammelte Kacke irgendwo, ne? Ich hab doch hier vergammelte Kacke irgendwo. Hier. Happy, da happy! Da kommt. Ich hab mich, glaube ich, nicht mehr genug Munition, um den zu erledigen. Nee. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Jetzt kannst du nicht in das Versteck rein, oder wie? Doch. Alter, Walter. Ja, damit kriegst du einen weg, aber nicht einen, der jetzt auf dieser Seite ist. Ja, aber da waren zwei. Ja, aber der ist auf der anderen Seite. Jetzt bist du am Arsch. Oh, nein! Schieß! Nein. Oh, vorbei. Ja! Wo war jetzt der Checkpoint? Ich glaube, wir haben nicht mehr gespeichert, seitdem wir da waren, ne? Gut, mit diesem grandiosen Ende. Ja, keine Ahnung, warum das auf Französisch steht. Partie terminée. Wahrscheinlich, ja, weil er so besoffen ist. Ich glaube, ich schluck mir jetzt noch eine Pille und geh ins Bett. Super! Das war Lone Survivor. Versucht, das erste Level zu überleben. Halloween Special. Es ist cool. Es macht echt Spaß. Aber ob ich es nochmal weiterspiele, weiß ich nicht. Nee, es ist auf jeden Fall, kann man sich angucken, wenn man auf solche Pixel-Spiele steht. Gibt's für den PC, für PS3, Vita und... Das war's. Das war's. Für diese drei Konsolen gibt's das bei der PS3 1290, Vita schätze ich auch mal, und PC... Hat das denn so ein Cross-Buy-Feature? Leider hat's nicht. Leider nicht, ich hab's geguckt, aber steht leider nicht drin. Das war Lone Survivor Halloween Special. Wir wünschen euch viel Spaß beim süßen oder saures Jagen. Mhm. Bringt uns was mit. Schickt alles zu Beefy, der Hunger. Ja, ich hab wohl auch. No. Und wir gehen jetzt auf unsere Halloween Party. Wir verkleiden uns. Vielleicht seht ihr noch zu ein paar Bilder. Definitiv. Bis dahin. Mann. Haut rein. Laut zu machen. Ich brauche eine Mundmaske. Leck mich am Arsch, das war auf jeden Fall geil.